die Stoffmenge zu berechnen. In diesem Beispiel mal jetzt hier Fe und O2 reagiert zu Fe2O3. Das geht eigentlich ganz einfach. Man sucht sich die entsprechenden Atommassen aus dem Tafelwerk oder aus der Frommelsammlung, aus dem Periodensystem, steht ja alles drin. Gleicht die Gleichung aus und dementsprechend, schaut hier, hier habe ich schon die ausgeglichenen Werte dazugefügt. Also wenn ich zum Beispiel 4 Fe habe, muss ich die Atommassen natürlich auch mal 4 nehmen. Und dann stellt man eine Verhältnisgleichung auf. Beispiel, wie viel Kilogramm O2 brauche ich, wenn ich, das kann man auch in Litern angeben, aber in diesem Fall mal Kilogramm, wenn ich 2 Kilogramm Eisen irgendwie verbrennen möchte, dann stelle ich die Verhältnisgleichung so auf, dass ich das, was gesucht ist, am besten immer oben auf den Bruchstrich schreibe. Das geht leichter, da muss ich nicht nochmal umschreiben, also stürzen. Und dann ja, setze ich entsprechend die Atommassen darunter. Aber nicht vergessen, wie gesagt, diese 4, die muss mit dazu, beziehungsweise hier, da ich ja entsprechend O2 2 mal 16 Uhr habe, aber hier durchs Ausgleichen 3 hatte, schreibe ich diese 2 mal 3, 6 mal 16 Uhr hier unten drunter. Ja, und dann stelle ich diese Verhältnisgleichung, das ist nichts anderes als eine Zuordnung, mit einer Verhältnisgleichung ausgerechnet, stelle ich um, indem ich sage, was stört mich? X soll alleine stehen, 6 mal 16 U stört mich, also nehme ich 6 mal 16 U und dann, hier habe ich schon angedeutet, kann ich die U's kürzen und noch andere Werte kürzen oder ich nehme einfach einen Taschenrechner, rechne es aus und krieg's raus. Was wirklich rauskommt, wird dann gleich in dem Link gezeigt, der hier erscheinen wird. Ich führe dann direkt in meinen Unterricht rein und da haben wir das ganze Thema nämlich behandelt. Ich hoffe, es hilft euch. Verstehen gibt immer einen Haufen Spaß und den Spaß wünsche ich euch.